LCI oder auch Life Cycle Impulse. Tja, was heißt das? Im Grunde genommen würde man behaupten, ein Schubser im Leben eines Autos. Wenn man nicht gerade aus der blau-weißen Propellerwelt kommt, dann würde man Facelift dazu sagen oder auch Gesichtsstraffung. Gesichtsstraffung klingt aber nicht so nett, aber genau das ist hier passiert. Das Gesicht wurde gestrafft und im Gesicht sieht man es tatsächlich auch am ehesten, denn hier haben wir diese Ecken nicht mehr, die wir vom Vorgänger kennen. Ich nenne sie immer die Josef Kaban-Ecken, die wir jetzt mal einblenden. Josef Kaban war nämlich mal kurzzeitig Designer bei BMW, hat diese Ecken reinmodelliert, dann ging der Kaban wieder, jetzt bei Volkswagen. Und mittlerweile sind eben auch die Ecken weg mit dem Facelift. Was ich sonst noch ganz schön finde, es ist beim 3er BMW Grill geblieben. Er ist etwas breiter gezogen, er hat jetzt diese Doppelstreben hier, aber es ist kein 4er BMW Grill geworden. Hat auch seinen Grund, aber dazu kommen wir gleich. Wir gucken uns erstmal ganz kurz das Heck an. Am Heck habe ich nämlich eine Überraschung für euch. Nein, hier nicht das. Das gibt es immer noch. Das separat zu öffnende Fenster. Liebe ich übrigens beim 3er. Nein, hier, guckt mal, die Heckleuchte. Die hat sich null verändert. Die ist genau gleich geblieben. Ich meine, ein Facelift, wo die Heckleuchten gleich bleiben, ist echt selten. Was sich verändert hat, hier unten ist die Schürze. Es gibt einen anderen Diffusor und es gibt auch andere Auspuffrohre. Wenn ihr euch mal genau angucken wollt, was sich bei diesem Auto alles verändert hat, dann könnt ihr mal Peter Fischer zuhören. Der hat nämlich ein Video dazu gemacht. Und das verlinken wir euch hier, wenn ihr bei YouTube guckt. Und wenn nicht, dann gebt einfach mal in den Suchschlitz 3er Sitzprobe ein und dann könnt ihr Peter mal zuhören, was sich alles getan hat. Es hat sich von außen relativ wenig getan. Und warum das Ganze? Weil der Wagen wahnsinnig erfolgreich ist. 1,1 Millionen Exemplare von dieser Serie hat BMW verkauft, also vor Facelift. Und das ist mehr als bei jedem anderen 3er BMW zuvor. Deswegen haben sie natürlich gesagt, da wollen wir nicht so viel ändern. Never change a winning design, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. In Deutschland ist der hier, der Touring oder der Kombi, besonders beliebt. Und das fand ich ganz interessant. Fast die Hälfte aller Kombis, die BMW bei dem 3er ausliefert, gehen tatsächlich nach Deutschland. Ein paar gehen noch nach Frankreich, Italien, andere sind zu vernachlässigen, aber fast die Hälfte gehen nach Deutschland. Die meisten 3er BMW, die gehen wohin? Richtig, nach China. Und daher kommen wir zu einem kleinen Punkt, der mir hier aufgefallen ist. Diese Shadowline, diese schwarze Umrandung, die ist jetzt in der Basis serienmäßig. Warum das Ganze? Natürlich, weil BMW sich gedacht hat, das bestellen die Leute sowieso, packen wir also gleich mit in die Basis rein. Ist also offenbar in China ziemlich beliebt, denn da gehen über die Hälfte aller 3er BMW hin. Wenn wir schon einen Touring haben und im Kombiland Deutschland sind, dann sollten wir natürlich auch mal einen Blick in den Kofferraum werfen. 500 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier. Warum? Weil wir uns für den Dieselmotor heute entschieden haben und deswegen fehlt hier kein Kofferraumvolumen. Wir haben die vollen 500 Liter sozusagen. Wenn man sich für den Plug-in-Hybriden entscheidet, dann wird es ein bisschen weniger. 375 sind es dann nur noch. Aber man kann ja weiterhin, zack, hier automatisch die Sitze umklappen. Dann sind es bei uns 1510 Liter, beim Plug-in-Hybriden sind es 1420. Das ist jetzt nicht besonders riesig, aber der Wagen ist weiterhin praktisch. Wir haben zum Beispiel hier natürlich sowas wie Gepäckraumabdeckung, Trennnetz und beides kann man auch hier drunter verstauen. Wenn man sich nicht für den Plug-in-Hybriden entscheidet, hat man hier sogar noch einen doppelten Boden. Und wir haben natürlich weiterhin, was ich ja ganz schön finde, habe ich euch auch schon gezeigt, diese, ja, zusätzlich öffnende Scheibe hinten am Kofferraum. Man muss also nicht immer jedes Mal das ganze Tor hier öffnen. Das ist alles nicht riesig, weil wir auch den Hinterradantrieb haben, der ein bisschen Liter klaut, aber eben beim Fahren vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Das werden wir gleich sehen. Klar, ist aber auch ein 3er BMW und der war noch nie für sein Kofferraumvolumen berühmt. Herzlich willkommen im neuen 3er BMW bzw. im 3er Facelift und hier drin fällt auf, dass der wirklich neu ist. Denn dieses Interieur, das kennen wir bislang vielleicht aus dem BMW iX zum Beispiel, aber noch nicht im 3er gesehen. Hier, guckt euch das an.
ist das nicht schön? Dieses große Curved-Display mit den zwei Bildschirmen. Einmal hier der digitale Bildschirm hinter dem Lenkrad und einmal hier das Touchpad für alles andere, was man so auswählen möchte. Ich persönlich finde das richtig, richtig gut. Es ist auch so, dass ich sagen würde, BMW, ja, es ist an der Zeit gewesen, das zu ändern. Denn ein anderer Hersteller aus auch dem südlichen Gefilde hatte das ja schon etwas länger, zwei Bildschirme nebeneinander, jetzt eben auch von BMW und dann eben noch in dieser Curved-Variante so zum Fahrer hingeneigt. Das finde ich richtig, richtig schick. Was ich auch richtig schick finde, ist, dass sie ja im Grunde genommen den Look von dem iX übernommen haben. Das sieht man hier hinter dem Lenkrad so. Das ist eben kein klassisches Rundinstrumenten-Ambiente, sondern das ist schon so ein bisschen ja, zukunftsmäßig, ein bisschen futuristisch, eben nicht ganz so wie von früher, sondern das passt auch in die neue Zeit. Kann man auch umstellen hier im Menü, aber prinzipiell ist das eben der Look, den BMW gerne ausstrahlen möchte. Was ich richtig, richtig gut finde, ist, dass wir auch was Altes haben in diesem Cockpit. Denn der Drehdrücksteller, der ist geblieben. Viele BMW-Kunden haben ihn liebgewonnen und möchten ihn sicherlich nicht missen. Und deswegen hat BMW gesagt, auch wenn man jetzt touchen kann, auch wenn man eine Sprachbedienung hat und so weiter und so fort, den Drehdrücksteller, den lassen wir uns nicht nehmen. Und deswegen ist er hier drin. Genauso wie, Achtung, hier, guck mal. Ja. Ein kleiner Knopf zum laut und leise drehen, draufdrücken. Kann man alles machen, kann man schön anfassen hier. Das mag ich richtig gerne fürs Radio, für die Lautstärke. So willst du das doch haben, auf jeden Fall. Was du auch haben willst, ist nämlich hier kein Knüppel mehr. Es gibt keine Handschaltung mehr für den Dreier. Die ist rausgeflogen. Es gibt nur noch die Automatik. Und die Automatik hat keinen großen Wählhebel mehr, sondern nur noch diesen kleinen, liebe Grüße an Moritz Doker, Nupsi. Ich würde mal sagen Kippschalter, aber Nupsi geht auf jeden Fall auch. Was auffällt, es ist auf jeden Fall cleaner als vorher. Es wirkt ein bisschen aufgeräumter und damit eigentlich ganz schick, wie ich finde. Kommen wir mal zum Fahreindruck von diesem Dreier-Facelift. Zunächst mal müssen wir über die Motorenpalette reden. Da hat sich nämlich nichts getan. Wir haben weiter 4 Benziner, 4 Diesel und 2 Plug-in-Hybride. Wir haben hier heute den Diesel unter der Haube, den 320D. Und ich finde, das ist das perfekte Aggregat für all diejenigen, die Langstrecke fahren, die Kilometer fressen müssen. Denn der hat hier 900 Kilometer Reichweite am Anfang auf der Uhr gehabt. Das ist schon sehr komfortabel. Er fährt sehr effizient. Und man hat trotzdem eben noch Spaß und Durchzugskraft, also genau das, was man will. Woher weiß ich das so genau? Weil wir den Dreier vor dem Facelift bei uns als Dauertester hatten und der hat bei uns 100.000 Kilometer gefahren. Ich kann euch die Note noch nicht verraten, weil er noch nicht zerlegt ist, aber es sieht sehr gut aus. So viel darf ich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und dieses Auto gehörte mit zu den beliebtesten bei uns im Dauertest ever, denn alle, die irgendwie unterwegs waren oder viel Kilometer fahren mussten, haben es einfach geliebt, mit dem Auto unterwegs zu sein, weil er eben ja noch dieses letzte Quäntchen Spaß mit reinbringt, obwohl er eben für die Langstrecke gebaut wurde, weil er eben bei der Lenkung ja doch nochmal diesen Punkt mit hat, wo man sagt, so ein kleines bisschen Sportlichkeit, so ein Spritzer, der ist da eben immer noch mit drin. Diese Sportlichkeit, die kommt in diesem Fall und auch bei uns im Dauertest von dem M-Sportfahrwerk. Das ist ein adaptives Sportfahrwerk. Das kann auch komfortabel, ja, aber es ist eben nicht super komfortabel, sondern es ist alles schon ein bisschen straffer abgestimmt und man merkt dann vielleicht die eine oder andere Bodenwelle. Dafür hat man eben mehr Freude in der Kurve. Kleiner Vorteil, wenn man sich für dieses M-Package entscheidet, dann bekommt man auch dieses M-Lenkrad. Und das ist ja meine persönliche Empfehlung. Das ist nicht neu, gar keine Frage, aber ich liebe es jedes Mal wieder, dieses dick aufgepolsterte Lenkrad. Kleiner Wermutstropfen, BMW bietet es mit diesem Dreier-Facelift nur noch im Package an. Man kann es nicht mehr einzeln anwählen. Aber BMW hat gesagt, alle Leute, die das gewählt haben, die haben auch die anderen M-Teile dazugenommen. Insofern sollte es auch kein Nachteil sein für diejenigen, die sich für das Dreier-Facelift entscheiden und dann eben das Kreuzchen bei M machen. Kommen wir nochmal zu den kleinen digitalen Gadgets, die dieses Auto mit dabei hat seit dem Facelift. Wir haben zum Beispiel eine kleine Auswahl an Apps hier. Hier kann man alle Apps anwählen. Mit dabei zum Beispiel Spotify,
Amazon Alexa jetzt schon direkt mit integriert. Das heißt, das habt ihr schon, bevor ihr euch mit Android Auto oder Apple CarPlay verbunden habt. Natürlich, wenn ihr das tut, habt ihr noch eine ganze andere Auswahl an Apps. Aber worauf ich hinaus will, ist, ihr könnt euer Auto schon jetzt zum Beispiel mit Alexa koppeln und dann dementsprechend zu Hause die Heizung hochfahren, wenn ihr auf dem Heimweg seid oder, ich weiß nicht, einen Film bestellen, den ihr gleich auf der Couch gucken wollt oder sowas. Was ich auch ganz witzig finde, es gibt ein paar kleine Gimmicks, zum Beispiel bei der Sprachbedienung. Und eins davon möchte ich euch mal zeigen, weil man es auch sehen kann. Ich hoffe, Conny, du kannst das einfangen. Hey BMW, verändere dein Aussehen. Perfekt, so gefalle ich mir ganz besonders. Habt ihr gesehen? Den kleinen Smiley, den haben die eigentlich für den chinesischen Markt entwickelt, weil die auf solche kleinen Gimmicks stehen. Aber ganz ehrlich, warum denn? Ich mag das auch. Finde ich richtig witzig. Ist natürlich nur eine Spielerei, aber eine nette. So, jetzt hier noch ein ganz kleiner Nachtrag, den ich machen kann, weil ich hier mal in so ein kleines Wohngebiet abgebogen bin. Mag ich sehr, sehr gerne. Guckt euch das mal an. Hier habt ihr nämlich euren 3er BMW im Display. Soweit nichts Besonderes. Aber wenn ich jetzt blinke, dann blinkt der mit. Und wenn ich jetzt hier aufleuchte, zack, Fernlicht, auch dann blinkt der mit. Ist eine Spielerei, aber ich mag sie. Fazit nach einem Tag mit dem 3er Facelift. Ja, von außen hat sich jetzt gar nicht so viel getan, aber von innen dann doch eine Menge. Und allein dieses Curved Display ist ja schon das Facelift wert, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt einen Wermutstropfen. Der Wagen ist teurer geworden. Über 43.000 Euro startet er jetzt erst. Vorher gab es den für unter 40.000 Euro. Aber es hat eben auch seine Gründe. Es gibt ihn jetzt nur noch mit Automatik, kein Handschalter mehr. Er startet erst ab dem 318i. Insofern, ausstattungsbereinigt, ist er jetzt gar nicht so viel teurer geworden. Für wen lohnt sich das Facelift? Naja, wer einen 3er Touring haben will, weil er BMW mag, weil er ein praxistaugliches Auto haben will, mit dem man auch ein bisschen Spaß haben kann, der muss jetzt nicht unbedingt zum Facelift greifen. Aber wer dieses Interieur haben möchte, wer auf die Digitalisierung steht und wer auch ein Auto haben möchte, was im Jahr 2022 angekommen ist, der kommt an diesem 3er Facelift nicht unbedingt vorbei. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Apropos gefallen, wenn es euch gefallen hat, also auch der Film, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann wahrscheinlich wieder mit einem Auto dieser Marke, allerdings mit ein bisschen SUV.